Guten Morgen allerseits. So, jetzt bin ich hier im Vigelandspark und das ist dieser ganz berühmte Park in Oslo mit der ganzen Statue vor die nackte Leut. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wie gesagt, das ist jetzt die Mitte von dem Park und das ist dieser ganz bekannte Stapel von nackter Leut. Und ja, jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Thank you.
Geschichte, dass die Kinder vom Storch gebracht werden, also die Babys. Hier im Norden sind Störche allerdings nicht so häufig, kommen nicht so häufig vor, und deswegen gibt es hier eine andere Geschichte. Hier hat man den Kindern früher erzählt, dass die Babys von Bäumen gepflückt werden. Das sieht man zum Beispiel hier, hier wird die Geschichte gut erzählt, dass die Kinder auf den Bäumen wachsen und die wurden dann gepflückt, wenn sie reif waren. Das Problem war allerdings, dass wenn man die Kinder gepflückt hat, dann musste man sich immer extrem verrenken. Und die Verrenkungen waren natürlich unangenehm und auch nicht so gut für den Rücken. Und manchmal ging es wirklich drunter und drüber, Hals über Kopf. Und es war ziemlich problematisch. Drum haben sich die Leute überlegt, wenn die Kinder auf den Bäumen wachsen und man die pflücken muss, ist das irgendwie blöd. Und man muss auch sagen, die Kinder selbst waren auch nicht so ganz zufrieden damit. Drum haben die Leute sich unter den besagten Baum gesetzt und nachgedacht, was sie ändern könnten, und sind letzten Endes dann auf diese Geschichte mit dem Storch gekommen. Bei den Skulpturen hier im Wiggelandspark geht es hauptsächlich um Sportarten. Und man sieht hier zum Beispiel, eine sehr beliebte Sportart war das Balancieren von Kindern. Ist gar nicht so einfach. Hier, der Typ schafft es mit 4 Kindern gleichzeitig. Ist nicht schlecht. Eine andere sehr beliebte Sportart war außerdem das Kinderstemmen. Ist heute bei uns noch bekannt als Bankstemmen. Aber auch ziemlich ausgefallen sind die Sit-Ups im Stehen. Denn Sit-Ups im Stehen sind deutlich schwieriger, weil man steht und nicht sitzt. Und ganz besonders, vor allem hier, für die nordische Kultur ist das Haare raufen. Denn Haare raufen geht natürlich nur mit Haaren. Und mit Sorgen ist es besser, aber ohne funktioniert das auch. Manchmal muss man natürlich auch erst überlegen, welchen Sport man am besten macht, welcher der beste für einen ist. Und das hat sich dann so gut verbreitet, dass es selbst als Sportart anerkannt wurde. Das Rumstehen ist natürlich nicht zu vergessen. Allerdings war das nicht sehr beliebt und hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Tanzen ist bei uns ja genauso bekannt. Im Rock'n'Roll hat sich das dann auch nochmal manifestiert. Das Problem bei den Sportarten mit den Kindern war, dass natürlich den Kindern manchmal dass sie runtergefallen sind oder so, und dann haben sie logischerweise geweint. Experten des Kinderstemmens haben es so weit getrieben, dass es nicht mal nur Kinder waren, sondern dass man dann angefangen hat, auch erwachsene Menschen zu stemmen. War natürlich deutlich anstrengender. Auch das Synchron-Rumstehen war sehr beliebt. Wesentlich beliebter als das alleine rumstehen. Dehnübungen sind natürlich auch nicht zu vergessen. Der klassische Ringkampf ist natürlich, ja, wahrscheinlich in allen Kulturen vertreten. Natürlich war nicht jeder Sport begeistert und viele haben sich einfach geweigert, haben das auch zum Ausdruck gebracht. Allerdings waren die Sport gemacht haben, haben versucht, selbst das Verweigern des Sportmachens auch wieder zur Sportart zu machen. Darum hat man schnell herausgefunden, dass man es versuchen könnte, sich im Verweigern des Sportes eher, ja, zurückzuhalten, es nicht ganz so demonstrativ zu machen. Aber doch, das wurde bemerkt. Die Kinder haben Sportarten gemacht, wie zum Beispiel das Menschenklettern. Bei uns oft auch noch vertreten als auf Bäume klettern.
klassische Hammerwerfen hier war verboten, weil es war eine Beleidigung gegenüber dem Gott Thor, den Hammer wegzuschmeißen. Darum hat man anstelle eines Hammers einfach Kinder genommen und hat die geschmissen. Logischerweise natürlich auch so weit wie möglich. Und die Zuschauer haben natürlich oft Ausschau gehalten, wo die Kinder landen oder erstmal wo sie fliegen. Und manche haben die Kinder sogar so weit geworfen, dass die Kinder älter geworden sind. Als sie sie wieder gefangen haben, waren sie schon Teenager. Das Synchronfangen der Kinder, der geworfenen Kinder, hat sich auch sehr schnell als Sportart etabliert. Dabei gab es allerdings das linksgerichtete Synchronfangen und natürlich auch das rechtsgerichtete Synchronfangen. Das linksgerichtete Synchronfangen wurde meistens eher von Kindern ausgeführt und das rechtsgerichtete Synchronfangen von Erwachsenen. Um einen Kontrast zu schaffen zu den ganzen Rundungen von den Körpern, hat man den Eingangsbereich hier eher geometrisch und linear mit vielen Ecken und Linien gehalten, damit eben der Effekt einfach deutlich mehr rauskommt. Und nichtsdestotrotz, wie man hier an dem Haupttor sieht, sind natürlich auch schon viele Verzierungen und ja, viele runde Formen dabei, allerdings alle exakt geometrisch gehalten, um wirklich diesen Kontrast herzustellen zwischen dem menschlichen, natürlichen, was ja nicht geometrisch ist, und dem mathematisch korrekten, könnte man so sagen.